Wir kommen zur zweiten Aktuellen Stunde unter Tagesordnungspunkt 4. Das Thema trägt Innenstadt nach Corona stärken, Laden Leerständen kreativ begegnen. Einreicher ist Bündnis 90 Die Grünen. Und dazu startet Herr Löser und danach steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream. Wir haben ein kleines Bild dabei, um zu zeigen, dass unsere Aktuelle Stunde tatsächlich aktuell ist. Sie sehen hier ganz aktuell, nämlich von gestern aufgenommen, Ladengeschäfte im 26er Ring in der Dresdner Innenstadt. Sie sehen dort vor allen Dingen am Pörnerschen Platz, Wilsdorfer Straße, ganz viele große Ladengeschäfte in den repräsentativen Gebäuden der 60er Jahre der DDR. Sie sehen aber auch Ladenleerstände am Neumarkt. Sie sehen auch Ladenleerstände an der Prager Straße. Insofern glaube ich, ist unsere Aktuelle Stunde tatsächlich aktuell. Sie hat ja auch den Bezug, dass nach Corona das Problem der Ladenleerstände und des Sterbens der Innenstädte deutschlandweit diskutiert wird. Ich will beginnen zunächst erstmal, indem ich die Feststellung treffe, wir wollen nicht nur auf die Probleme schauen, sondern erstmal sagen, ganz im Kontext, dass Dresden sich in den letzten 30 Jahren, zumindest so wie ich das beurteilen kann, ja ganz hervorragend entwickelt hat. Ich habe dies noch vor Augen als Kind, wie man so durch die Stadt lief aus Johannstadt, dann kam man an verschiedensten Ruinen vorbei, da war die Ruine der Frauenkirche, dann war ganz viel Platz, dann kam irgendwann das Rundkino, dann kam die Prager Straße, dann war wieder ganz viel Platz, dann stand der Thälmann und der Lenin und dann kam der Hauptbahnhof. Wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viel erreicht in dieser Stadt. Auch die Aufbauleistung der DDR will ich hier ausdrücklich nennen, die versucht hat, in dieser Trümmerwüste nach dem Krieg daraus wieder eine Stadt zu formen. Die Prager Straße, Rundkino habe ich schon genannt, auch Kulturpalast und der begonnene Wiederaufbau des Schlosses waren sicher ganz wesentliche Meilensteine. Wir sehen aber auch, und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt gegangen ist, schon vor der Corona-Zeit, dass wir Defizite haben in der Innenstadt. Einmal zu sehen an Ladenleerständen, auch an zu wenig gemischten Nutzung in der Stadt, an zum Teil Plätzen, die unwirtlich sind, die nicht besucht werden. Und in der Corona-Krise hat sich all das verschärft. Und ich glaube, deswegen ist es richtig, jetzt mal kritisch Bilanz zu ziehen. Denn wir können als Stadt etwas tun und wir sind gehalten, es auch zu tun. Und die Stadtverwaltung tut das ja bereits. Wie wir lesen konnten, wird der Baubürgermeister entsprechend aktiv werden. Auch das City-Management hat sich geäußert und ist in dieser Frage aktiv. Ich will noch mal das weiter differenzieren. Aus unserer Sicht sind es bestimmte Teile der Innenstadt des 26er Rings, die ein Problem haben. Das ist schon genannt, die Wilsdorfer Straße West hin zum Pörnerschen Platz, aber auch das Barockviertel, Innere Neustadt, zum Teil die Prager Straße West, aber auch am Neumarkt finden Sie zum Teil erheblich Ladenleerstände in ganz tollen Lagen, wo man sich fragt, warum. Und wenn man vor Corona schaut, ist es klar, dass wir schon dort das Problem der Verlagerung des Handels in den Onlinehandel haben. Das haben wir durch die Corona-Zeit noch mal ganz intensiv verstärkt wahrgenommen. Und wir haben natürlich durch Corona anderthalb Jahre Ausnahmezustände für die Gastro, für inhabergeführte Geschäfte, aber auch für die großen Ketten. Denn auch die Center-Manager schlagen ja Alarm und weisen durchaus darauf hin, dass es da deutlich Leerstände geben wird. Es wird, glaube ich, ein Stück weit die Dysfunktionalität unserer Stadt deutlich. Ich will das mal Ihnen vor Augen stellen. Wenn wir so vom Hauptbahnhof zum Albertplatz, also die Nord-Süd-Achse, gedanklich abschreiten, dann funktioniert das ganz gut. Da gibt es eigentlich Belebung, da ist auch immer was los, da sind auch viele Geschäfte. Wenn wir dann die Ost-West-Achse mal so definieren, vom Postplatz zum Pörnerschen Platz, Wilsdorfer Straße, gedanklich vor Augen, dort sehen wir, dass diese Achse nicht mehr richtig funktioniert. Es hat ganz viele Ursachen und ich glaube, die müssen wir tatsächlich auch städtebaulich untersuchen und dem entgegenwirken. Eine Studie der Bauhaus-Universität Weimar, kürzlich veröffentlicht, sagt uns voraus, dass durch Corona gerechnet wird mit 20-30% Ladenleerständen, die wir zu erwarten haben, auch in Dresden. Was ist zu tun?
Wir schlagen Ihnen in dieser aktuellen Debatte gekoppelt mit unserem Antrag vor, dass der OB mit relevanten Vertretern, zum Beispiel City Management, Gewerbeverbänden, Handelsvereinigungen ins Gespräch kommt, dass er uns kurz- und langfristige Maßnahmen der Innenstadtbelebung innerhalb des 26er Rings vorschlägt, dass es eine Kampagne geben soll, im Land heißt die Ab in die Mitte, wir können sie ja Ab ins Zentrum nennen, der die Dresdnerinnen und Dresdner ermutigt, ihr eigenes Zentrum mal aufzusuchen. Denn wenn man am Neumarkt ist und mit Leuten redet, die sagen ganz oft, die Händler, naja, hier kommen viele Touristen und Leute von außerhalb, aber Dresdner kommen eher selten. Ich glaube, wir unterschätzen die Attraktivität unserer eigenen Innenstadt. Wir wollen gern, das ist eine Anregung vom City Management, dass es ein aktives, kommunal unterstütztes Leerstandsmanagement gibt. Diese kümmern sich um diese Ladenleerstände, gehen ins Gespräch mit den Inhabern und versuchen mit der Stadt dort Lösungen zu finden. Für uns Grüne ganz besonders wichtig, will ich nochmal drei Punkte benennen. Okay, die Zeit ist rum. Habe ich da nochmal was ganz kurz? Nein, danke. Nun, ich hätte noch viel zu sagen. Ich freue mich über die Diskussion. Wir werden das ja in der Antragsdiskussion dann weiter vertiefen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte da auch um Nachsicht, aber es ist auch im Ältestenrat mehrmals angesprochen worden, dass die Redezeit bitte einzuhalten ist. Und das gilt für alle. In der ersten Runde waren Sie alle vorbildlich unterwegs gewesen. Ich bitte das auch in der zweiten aktuellen Stunde so, dass wir effizient und straff auch durch unsere Tagesordnung so weit es möglich kommen. Und jetzt, wie gesagt, Beginn der Fraktionsrunde für die AfD, Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Innenstadt nach Corona stärken und Ladenleerstände kreativ begegnen. Ein ganz wichtiges, aber auch sehr interessantes Thema. Ich bin verwundert und auch überrascht, allerdings freudig überrascht, dass dieses Thema gerade von Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, als Aktuelle Stunde beantragt worden ist. Waren Sie es doch, die zu Beginn der Pandemie, ich zitiere, die Wirtschaft erstmal gegen die Wand fahren wollten, um dann eine bessere Gesellschaft aufbauen zu können? Okay, ersteres ist mehr oder weniger Realität geworden. Nun dürfen wir gespannt sein, wie Ihre bessere Gesellschaft aussieht. Aber zurück zu dem wirklichen Problem. Ja, die Dresdner Innenstadt leert sich. Heißt, dass vor allem kleine, inhabergeführte Geschäfte und Einrichtungen schließen, da sie keine Zukunftsperspektiven mehr sehen. Durch die Corona-Pandemie hat vor allem der Onlinehandel zugenommen und die Dresdnerinnen und Dresdner bevorzugen die Einkaufszentren in den Randgebieten, also zum Beispiel den Elbepark und das Seidnitz-Center. Warum ist das so? Diese Einkaufszentren sind relativ staufrei zu erreichen, sind gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und man bekommt alles und auch einen nahen und vor allem kostenlosen Parkplatz. Alles Argumente, die auch nach Corona gegen die Dresdner Innenstadt sprechen. Wie also kann man die Dresdner Innenstadt stärken und den Ladenleerständen kreativ begegnen? Unsere Innenstadt muss anziehend, sowohl für seine Bürger als auch für die Touristen und Besucher sein. Oder mit anderen Worten, in der Innenstadt muss etwas los sein. Ein guter Ansatz und Anfang waren die letztjährlich erstmals initiierten Kulturinseln, die für Abwechslung und auch Verbindung von Wirtschaft und Kultur gesorgt haben. Weitere Ideen sind gefragt und notwendig. Auch könnte man über ein Einkaufen zu ungewöhnlichen Zeiten am späten Abend, am frühen Morgen, in einem besonderen Sonntag nachdenken. Verbunden mit besonderen Preis- und Rabattaktionen und auch in Verbindung mit kulturellen Ereignissen und Veranstaltungen. Sonderöffnungszeiten für Museen und Ausstellungen in Verbindung mit Einkaufsvorteilen. Und an dieser Stelle sollten auch die sogenannten Rahmenbedingungen auf den Prüfstand gestellt werden. Also die Kostenfrage, was Erreichbarkeit und Verweildauer in der Dresdner Innenstadt betrifft. Ein Aussetzen der Parkgebührenerhöhung oder ein gebührenfreies Parken, zumindest zu bestimmten Zeiten und Anlässen. Auch könnte eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu diesen bestimmten Zeiten und Anlässen hilfreich sein. Also viele Ideen und Vorschläge,
dieses gilt zusammenzufassen und zu qualifizieren. Ich darf für meine Fraktion, die AfD, erklären, dass wir sehr gerne bereit sind, hier mitzutun. Mit einer Stärkung der Dresdner Innenstadt helfen wir der Dresdner Wirtschaft und nehmen somit auch den beschäftigten Menschen ihre Zukunftsängste. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Herr Hecht, dann SPD-Fraktion, Frau Stuhl. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen, jetzt erwischt es also auch Dresden. Ein Ladensterben droht uns. In anderen Städten wird sogar schon von Verödung der Innenstädte gesprochen. Mieter ziehen aus, die Geschäfte bleiben leer. Die Lage ist ernst. Und Corona hat die Problematik deutlich beschleunigt und verschärft. Ich hoffe natürlich, dass die ganze Problematik zu gewissen Teilen auch vom Markt geregelt wird. Und trotzdem ist es dringend notwendig, sich als Politik darum zu kümmern. Apropos Markt. Ich will das Thema noch mal kurz zusammenfassend betrachten. Seit wann gibt es Innenstädte? Seitdem es Städte gibt. Und diese gab es um Märkte herum, um Marktplätze. Marktrecht und Stadtrecht folgten aufeinander. Geschützt hinter Stadtmauern führte der Austausch von Waren zum Austausch von Kommunikation, Unterhaltung und Belebung fand statt. Und auf den Marktplätzen vermischten sich kulturelle Linien der oft weitgereisten Händler. Dieser Grundfunktion von Stadt folgte die Stadtentwicklung und die Architektur. Ein Boulevard soll zum Flanieren und Bummeln einladen. Lose Kaufabsichten werden durch Inspiration konkret. Straßenkunst führt zur Erbauung. Zerstreuung und Konsum gehörten schon immer zusammen. Aber der Markt hat sich in wichtigen Teilen ins Internet verlegt. Ladengeschäfte können nicht dagegen ankommen. Sie drohen, ihren Sinn zu verlieren und mit ihnen die ursprünglich urbane Architektur. Wir müssen diesen Orten also neuen und anderen Sinn geben. Ich begrüße deshalb diese Aktuelle Stunde und die damit zusammenhängenden Aktivitäten aus dem Stadtrat. Und ich fände es natürlich auch super, dass sich der Oberbürgermeister hier voranstellt und die Taskforce schon verkündet hat. Die werden dann auch einen Großteil der Arbeit erledigen müssen. So wie ich sie kenne, wird die Dresden Marketing Gesellschaft zum Beispiel sehr gute Kampagnen machen, die bis in die Nachbarländer ausstrahlen. Was aber können und sollten wir in diesem Rahmen und außerdem noch tun? Wir sollten generell die Begegnung und Vernetzung in der Innenstadt fördern. Und die, die beruflich eh unter der großen Corona-Krise gelitten hatten, beauftragen. Ich verweise zudem zu dem Antrag zur Konzeption eines Beteiligungs- und Vernetzungszentrums in der Innenstadt. Das erscheint mir eine der Bausteine. Und tatsächlich sind die Mittel von Kunst, Kultur und Unterhaltung mir hier auch als erstes dann eingefallen. Kreative müssen Freiräume bekommen und wir müssen ermöglichen und uns nicht sperrig stellen als Stadtverwaltung. Aber sie sollen nicht nur die Räume bekommen, sondern das Kreative muss auch ausstrahlen. Die leeren Ecken der Innenstadt müssen attraktiver werden. Deswegen muss meiner Meinung nach ein Ideenwettbewerb her, wie die Entwicklung der Innenstadtlagen verbessert werden kann. Es braucht gute und, wie im Antrag stand, kluge Konzepte. Mein Ansatz wäre, ich rate zu Parcours. Inseln, Kulturinseln, wie sie letztes Jahr das erste Mal erprobt worden, Ausstellungsrundgänge. Ich erinnere daran, dass das Stadtmuseum auch an so einer problematischen Ecke liegt. Ich erinnere an den Promenadenring mit seiner Kunst im öffentlichen Raum, den man gemeinsam sozusagen als Parcours vermarkten könnte. Man könnte Straßenmusikfestivals, die es auch in der Stadt sehr funktionierend gibt, fragen, ob sie mit ihrem Wettbewerb in die Innenstadt kommen würden. Und wir arbeiten am Fußgängerleitsystem, was hier auch über Apps gesteuert sozusagen eine tragende Rolle bekommen würde. Flanieranreize nenne ich das. Was man allerdings mit dem verkorksten Postplatz machen kann, bleibt mir sozusagen ein großes Rätsel.
Denn über allem steht sozusagen der Sinn, ein anderer Sinn als der reine Verkauf von Waren muss her und muss entwickelt werden. Wie gesagt, Flanier muss auch mit weniger Ladengeschäften Lust machen. Ich warne aber trotzdem sozusagen, wir können als Stadt Dresden, und das haben ja hier auch diverse Studien ergeben, das Problem nicht vollständig lösen. Wir werden mit einer gewissen Demotivation einfach leben lernen müssen. Wir können das Internetzeitalter nicht zurückdrehen. Wir können von hier aus auch die Online-Konzerne nicht besteuern oder an die Kandare nehmen. Wir müssen mit dem Leerstand sozusagen einfach lernen, kreativ umzugehen und die Potenziale dieses frei werdenden Raumes versuchen, so gut wie möglich zu nutzen. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Frau Sturm, und dann FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Ich möchte ganz gerne versuchen, den Blick nochmal etwas globaler auf das Thema zu legen und möchte mich dafür bedanken für diese Aktuelle Stunde, dass wir heute darüber reden. Denn wir brauchen Ideen und Impulse für die Herzen unserer Stadt, damit das Leben in den Zentren, und das ist ein Punkt, den ich ja gern ansprechen möchte, und auch in den Ortskernen nicht stirbt. Aus unserer Sicht ist es deshalb wichtig, darüber zu sprechen, weil die Bedeutung der Ortszentren als Wirtschaftsort, Freizeit, Kultur, Erlebnisort, ja, als Begegnungsraum, Visitenkarten unserer Stadt sind, Tourismus-Highlights darlegen und eben auch in bauliche Erben eingebettet sind, sodass sie Identität stiften. Die Corona-Pandemie hat dabei verschärfend eine Entwicklung in Gang gesetzt, die schleichend bereits kam. Während sich in den vergangenen Jahren die Zentren auf Büroflächen und Einzelhandel und somit auf Konsum und Arbeit fokussiert hatten, wird umso bedeutungsvoller, wie wichtig qualitätsvolle öffentliche Räume in Form von Grünflächen und Naherholungsgebieten sind. Hohe Mieten, neue Arbeitswelten, Konkurrenzdruck durch den Onlinehandel lassen kleine Gewerbestrukturen verschwinden. Aber wie kann man nun qualitätsvolle öffentliche Räume und Angebote mit Leben füllen? Aus unserer Sicht gibt es da 3-4 Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Der Rückgang von Büronutzung kann durch soziale und Bildungsangebote ersetzt werden. Schaffung von Wohnraum, ja Mischnutzung, können gestaltet werden. Auch die Schaffung von Grün, Freizeit, Spielflächen, von Kreativräumen, vielleicht für unsere Künstler der Stadt. Auch wir haben uns in jüngster Vergangenheit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und sind dabei auf das Handels- und auch das Zentrenkonzept der Stadt Dresden gestoßen. Hierzu haben wir gerade einige Anfragen an die Landeshauptstadt gestellt und warten noch auf die Bearbeitung. Wir haben uns im Vorfeld auch damit beschäftigt, es werden jetzt auch Fördermittel vom Bund für genau die Entwicklung solcher Projekte auf den Weg gebracht, wo wir natürlich die Landeshauptstadt bitten möchten, sich darauf zu bewerben und diese mitzunehmen. Aus unserer Sicht muss die Zukunft der Innenstadt und der Ortszentren ein Zusammenspiel aus vielen Akteuren sein. Aus Kulturschaffenden, aus Freizeitangeboten, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und vielleicht auch den Bürgern vor Ort. Zum Abschluss möchte ich vielleicht noch mal ansprechen, dass ich es wirklich ganz gut fände, wenn wir in Zukunft über dieses Thema diskutieren, auch die einzelnen Ortszentren in Pieschen, Loschwitz, Bannewitz mit einzubeziehen. Ich bedanke mich, Schillerplatz, das ist selbstverständlich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, schönen Abend. So, dann FDP-Fraktion, Herr Maloney, dann die Sitzenden, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wie stärkt man denn eine Innenstadt, die darauf angelegt, ja darauf angewiesen ist, dass Millionen Menschen im Jahr Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Einkaufsstraßen, Gastronomie, Kultureinrichtungen und Innenstadtplätze besuchen und das insbesondere unter den Auswirkungen der Pandemie und des Lockdown? Die in Ihrem Antrag, Herr Löser, erwähnten Verbände haben uns ja allen mehrfach mitgeteilt, schriftlich, mündlich, wie man es zumindest nicht macht. Man stärkt sie auf jeden Fall nicht mit zu hohen Parkgebühren. Man stärkt sie nicht mit der Idee, vielfältigen Einpendelverkehr zu verhindern. Man stärkt sie nicht mit Blockaden, wo Stadtverdichtung Stadtraum wiederherstellt.
Wer Askese und Verzicht von Genuss und Konsum fordert, produziert leerstehende Innenstädte, der produziert leerstehende Läden und Restaurants. Ja zu Möglichkeiten des Flanierens, ja zu der ein oder anderen grünen Oase, ja zu Kultur und Straßen und Plätzen, aber eben auch ja zur Multimobilität. Desto mehr Menschen mit dem Verkehrsmittel ihrer Wahl in die Stadt kommen, umso besser. Ja auch zu neuer Wohnbebauung, zu neuen Verwaltungsbauten, zu historischen Rekonstruktionen, ja zu Hotels. Die verdichteten europäischen Großstädte, die in den letzten Stadtratssitzungen, in den Debatten ja öfter erwähnt wurden, die leben von einer Vielzahl von Gebäuden, von einer dynamischen Mobilität, die leben von dem lauten Puls und vor allen Dingen leben sie von Freiheiten für Händler, für Gastronomen und auch für Kreative. Die wunderbare Entwicklung, die unsere Stadt genommen hat in den letzten Jahren, ist durch die Pandemie merklich gestoppt worden, nicht nur durch die Pandemie. Die Pandemie hat auch besonders die neuen Gefahren für eine belebte Innenstadt aufgedeckt. Wir haben als Fraktion gleich im letzten Jahr früher darauf reagiert und wir haben mit Ihnen gemeinsam ja auch einige Sachen schon beschlossen und werden hoffentlich heute noch ein paar weitere Dinge mit auf den Weg bringen. Zum Beispiel dem Erlass von Gebühren für Händler und Gastronomen, dem Erhalt von Parkangeboten, dem Ausweiten von Sonntagsöffnungszeiten, auch um Tagestouristen zu locken. Und da würde ich die Grünen und die SPD und die Union bitten, da mal auf Landesebene etwas zu tun. Dem Verlängern von Märkten, wir haben es gerade gehört, Märkte tragen merklich zur Belebung der Innenstadt bei. Eben auch eine Umsetzung eines Pop-up-Marktprinzips, Herr Kühn, darüber haben wir schon mal gesprochen. Da liegt noch, denke ich mal, ein steiniger Weg vor uns, aber ich bin zuversichtlich nach den Erfolgen, die wir letztens schon erzählt haben, dass wir dort in den nächsten Wochen, Monaten den einen oder anderen Fortschritt vielleicht machen werden. Schaffung von Großveranstaltungen, Förderung von Eventkonzepten. Das war die Diskussion um den Corona-Fonds, den wir in der letzten Stadtratssitzung haben, den wir jetzt hoffentlich heute nicht mehr in dieser Form haben werden. Stärkung des Tourismus, Ausbau Stadtmarketing, Unterstützung der Hotellerie, Stadtverdichtung, denn Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten, beleben diese auch. Alte Konzepte wie ein Fachbeirat und nur veränderte Stadtplanung sind nicht unbedingt die Lösung, genauso wenig wie der Versuch, die Stadt ausschließlich mit Kunst zu beleben, die schon vor Corona nicht unbedingt gefragt war. Wir müssen viel für die Innenstadt tun, insbesondere für Läden und Geschäfte, progressiver sein, ideenreicher sein, um die neuen Konsumwelten abzubilden. Mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten für Macher, mehr Erlebnisse und Anreize. Das sollten wir mal ausprobieren. Vielen Dank. Als nächster Herr Lichti und dann Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, nachdem uns durch das Kasperletheater zu Beginn der Sitzung 40 Minuten abhanden gekommen sind und nachdem wir gestern schon in der Zeitung lesen konnten, um was es bei dieser Debatte gehen sollte und nachdem auch Herr Hecht alles gesagt hat, was an der Stelle zu sagen ist, beende ich hiermit meinen Redebeitrag. Vielen Dank. Dann als nächstes für die Freien Wähler Frau Taken und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Damen und Herren, natürlich stimmen wir der einreichenden Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu, dass wir etwas für den Einzelhandel, für die Gastronomie, für die Innenstadt tun müssen, um sie lebendig zu halten und wieder zu reanimieren. Doch müssen wir das Rad denn wirklich neu erfinden? Müssen wir monatelang über Konzepten sitzen, bergeweise Papier beschreiben, Arbeitsgruppen bilden, Personalressourcen binden und alles zerreden, dies unter dem Motto, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Präferierten wir nun allerdings wirklich das dialogische Sprechen im Miteinander mit Inhabern, Betreibern und Unternehmern, nämlich darüber, was die Grundlagen für einen erfolgreichen und ich meine wirtschaftlich erfolgreichen Einzelhandel und eine funktionierende Gastronomie sind,
dann sollten wir eben für jene positive Rahmenbedingungen schaffen. Dies in Bezug, so meine ich, auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen einer realistischen Umsetzbarkeit. Aber da gibt es Vorschläge, zum Beispiel den Konsum und kulturell entwöhnten Dresdner mit kreativ gestalteten Schaufenstern in aufgelassene Innenstadtläden zu ziehen. Das halte ich wiederum weder für langfristig noch für nachhaltig, noch nicht einmal für attraktiv, eher für geschmacklos. Sollte denn nicht hier in diesem Rat von uns 70 persönlich gewählten Volksvertretern das Signal kommen, endlich aufzuhören mit Verboten, mit Restriktionen, nämlich die Unternehmer in ihrem Handeln zu beschränken, zu gängeln und letztendlich auch zu erniedrigen. Corona ist da das allerbeste Beispiel und ich kann nur hoffen, dass wir im Herbst mit der nächsten Grippewelle wieder ein souveränes Einkaufen ermöglichen können, dies nämlich ohne Maskenzwang, ohne Termin und ohne Testergebnis. Ansonsten können wir die Innenstadt zu einem großen Freiluftressort machen mit Spielplätzen für Groß und Klein, wo dann aber eben auch keine müde Markt mehr erwirtschaftet wird für diesen grünen Freizeitpark. Und der Treppenwitz ist ja jene, es gibt Kollegen, die darauf schon hingewiesen haben, die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne möchte Konzepte stricken lassen, um der Dresdner Innenstadt zu helfen, nachdem sie aktiv am Hebel der Parkgebühren gezogen und die Anzahl der Parkplätze immer weiter reduziert haben und sie weiter reduzieren will. Das ist sehr vorsichtig gesagt, eine Schildbürgerei. Bleiben wir doch mal bei der Verkehrsdiskussion. Wir redeten in den vergangenen Monaten immer wieder über Antidiskriminierung. Dann sollten wir dies doch bitte auch bei der Mobilität einhalten. Alle Verkehrsteilnehmer sollten diskriminierungsfrei in die Dresdner Innenstadt gelangen dürfen. Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer genauso wie eben auch der Autofahrer. Eine wichtige Rahmenbedingung allerdings ist das Erscheinungsbild vor den Geschäften und um die Geschäfte drumherum. Der schöne Spruch, hinten hui, vorne pfui oder andersrum gilt hier natürlich. Und das hat eben doch einen direkten Einfluss darauf, ob sich ein Unternehmer entscheidet, genau an dieser Stelle ein Geschäft, ein Restaurant oder ein Dienstleistungsunternehmen anzusiedeln. Sauberkeit, Sicherheit, Stadtmobiliar, Erreichbarkeit und natürlich auch Begrünung sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, Unternehmer wie Kunden in die Innenstädte zu locken. Sehen Sie sich doch zum Beispiel mal die Gewandhausstraße an in Rathausnähe. Da haben wir Schaukästen der Stesat, die rotten neben uralten Pflanzkübeln aus Beton vor sich hin. Attraktiv, glaube ich, ist etwas anderes. Oder nehmen wir das Rathaus selbst, eine Dauerbaustelle seit Jahren, dort eine asphaltierte Fläche genau vor der Goldenen Pforte. Wie soll das weitergehen? Und warum ist das so? Was ist ja eigentlich in den letzten Jahren so gründlich schiefgelaufen? Was ist denn an stadtplanerischen Bausünden passiert oder nicht ausgemerzt worden? Und inwieweit ist der utopistische Ansatz einer auch konsumkritischen Innenstadtplanung der Türöffner für die derzeitige Situation gewesen? Und wann begann es dann, dass eine 1A-Lage kein Garant mehr für verlässlichen Umsatz war? Und ich höre es immer wieder, der bemühte Vergleich zu den anderen europäischen Großstädten, London, Paris, haben wir alles gehört, mit Verkehrsentzug und viel, viel Grün, Achtung, jetzt kommt das Schlagwort Aufenthaltsqualität, nutzt sich dahingehend ab, wenn wir uns ähnlich große deutsche, vor allen Dingen westdeutsche Städte anschauen, mit ihren verwahrlosten und schmuddeligen ehemaligen Flaniermeilen. Das schöne Wort des Flanierens, das sächsische Biddeln ohne Ziel, das Promenieren findet doch in Dresdens Innenstadt zwischen beliebigen Kisten, Kästen und Ketten kaum noch eine Anwendung. Nein, wir sagen als Freie Wähler, wir brauchen keine neuen Konzepte. Hören Sie einfach auf, es den Unternehmen schwer zu machen. Unternehmen wollen eigenständig, ohne bürokratische Hürden arbeiten, auch in Corona-Zeiten. Und ein Unternehmer, das sage ich aus Erfahrung, ist im Übrigen am kreativsten, wenn er sich am Ende des Tages mindestens mit einer schwarzen Null in die Kissen sinken lassen kann. Lassen Sie also die Dresdner und ihre Gäste, die Kunde und der Unternehmer in Ruhe und ohne ihren pädagogischen Impetus mit den ewigen Diskussionen zu Ladenöffnungszeiten, zu Parkplätzen, und kümmern Sie sich doch bitte um die monatlich reinflatternden Bußgeldbescheine. Die Redezeit ist abgelaufen. Denn vor allem am Handel, nein, das ist der schönste Spruch. Der Redezeit ist vorbei und ich darf als nächstes den Herrn Kaden bitten. Und es war explizit gewünscht, dass wir strikt auf die Redezeit achten. Und das mache ich behalten und konsequent. Und da bitte ich auch um Verständnis. Als nächster Herr Kaden.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserer Aktuellen Stunde geht es schlichtweg um die Frage, was macht die Stadt attraktiv und was sorgt eigentlich dafür, dass die Menschen weniger online kaufen, sondern unsere wunderbare Stadt aufsuchen und dort ihr Geld ausgeben. Und bevor ich versuche, ein paar Antworten auf diese Fragestellung zu formulieren, würde ich aber mit Ihnen ganz gern mal so einen kleinen Exkurs machen zu den Baustellen, die ich persönlich sehe, die wir hier mit uns mal klären müssen. Eine ganz wesentliche Baustelle ist doch, dass das reine Shopping wunderbar im Netz funktioniert und das, was wir brauchen, ist im Prinzip Shopping als Event. Da höre ich aber aus Ihren Kreisen zum Teil schon wieder, buh, das ist schlecht, das ist Kommerzialisierung, das ist böse, das wollen wir nicht. Wir haben hier eine Riesendiskussion geführt um Einkaufssonntage. Jedes Jahr streiten wir uns darum, ob es die geben kann nach dem sächsischen Ladenöffnungsgesetz. Jeden Monat gehen in dieser Innenstadt Parkplätze verloren. Und natürlich sorgt das dafür, dass Leute nicht mehr in die Innenstadt kommen. Das sind nämlich genau diese, die sagen, ich möchte mit meinem Auto und meiner Familie in die Innenstadt fahren. Und denen können Sie 10-mal sagen, man möge doch mit dem vom ADAC bereitgestellten Lastenfahrrad, was wir übrigens als Stadt mitgesponsert haben, in die Innenstadt fahren. Und dann nehme ich dann diesen Flachbildfernseher, den ich bei Saturn gekauft habe, und meine Familie hinten aufs Fahrrad drauf und fahre damit zu Hause. Wer das glaubt, der muss in einer anderen Welt leben und eine ganz andere Wahrnehmung haben, zumindest eine andere Wahrnehmung, als ich sie habe. Und wenn man sieht, dass unser Bürgermeister für Stadtentwicklung den Parkplatz am Blauen Wunder absperrt, abriegelt und das am 19. Mai noch tut, und zwar an dem Tag, als die Außengastronomie das erste Mal wieder öffnen durfte, dann ist das Ganze nicht nur ein kolossaler Vorgang, sondern zeigt auch eine Geisteshaltung, zu der Sie, Frau Filius-Jähne, sogar die Maske abnehmen, um das zu belachen und sich darüber zu befreuen. Und solange wir diese Baustelle haben, dann können wir hier lange streiten über die Belebung der Innenstadt. Da sind wir uns einfach nicht einig. Wir haben uns hier über Veranstaltungsformate gestritten, über das Stadtfest, über die Verlängerung der Filmnächte. Dann gab es jede Menge Genörgel um den Ski-Event und um die Verlängerung der Weihnachtsmärkte. Da sind wir uns nicht einig und das sorgt dafür, dass es in der Innenstadt nicht vorangeht. Die Verwaltung hat erst letztes Jahr, zum Glück unerfolgreich, versucht, am Postplatz die letzte Stelle für ein Großfahrgeschäft zu verhindern, indem man die Planung mit Pflanzkübeln und Bäumen so hingebracht hat, dass das da nicht mehr stehen kann. Und erst auf Intervenieren einiger Stadträte ist es dann gelungen, diesen Blödsinn zu verhindern. Wir haben im letzten Jahr über die Straßenmusik erneut geredet, wie so oft, weil wir Petitionen haben ohne Ende. Es sollte eine Anhörung geben. Seit einem Jahr warten wir darauf, dass es die gibt. Es ist einfach nicht in die Wege geleitet worden. Und wenn man sieht, wie die Stadtverwaltung unseren Antrag, den wir hier gemeinsam beschlossen haben, nämlich die Sondernutzungsgebühren auf Beschluss des Rates auszusetzen, er ist nicht umgesetzt worden. Und man hat gesagt in der Verwaltung, wir verstehen ihn nicht. So, und das ist alles ärgerlich und deshalb glaube ich, solange wir da nicht versuchen, eine gewisse Einigkeit herzustellen, die auch einen gewissen Ausgleich mit sich bringt zwischen uns, werden wir da nicht vorankommen. Was ist aus unserer Sicht zu tun? Ganz kurz dazu noch ein paar Punkte. Ich denke, die Sofortprogramme, die wir letztes Jahr auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen haben, waren ein wichtiger Weg. Das geht weiter. Der Oberbürgermeister macht gute Vorschläge. Wir werden den Entfall der Sondernutzungsgebühren für Gastronomen und Händler weiter behalten. Wir wenden uns gegen die Verteufelung des Autos und des Befahrens der Innenstadt, was Sie immer wieder fordern. Und wir wollen mehr Großveranstaltungen, wir wollen mehr Events, wir wollen die Verlängerung der Weihnachtsmärkte. Und wir finden auch die Initiative des City Managements gut und auch das, was gestern Staatsminister Thomas Schmidt und Staatsminister Martin Dulich verkündet haben, dass es diesen Wettbewerb ab in die Mitte mit zusätzlichem Geld geben soll, finden wir gut und halten das für einen guten Ansatz. Letzter Satz, Wilsdorfer Straße, Sie haben es angesprochen, sehen wir ganz genauso in Ost-West-Richtung. Da haben wir auf der einen Seite eine hässliche Haltestelle und auf der anderen Seite einen zugigen Platz. Das hat keine Aufenthaltsqualität und muss gelöst werden. Letzter Gedanke, wir unterstützen all das, was gute Rahmenbedingungen
für unseren innerstädtischen Handel macht und wo er profitiert, das werden wir unterstützen. So, damit hätten wir die Fraktionsrunde zur Aktuellen Stunde abgeschlossen, weil vieles schon benannt worden ist. Auch das, was an Initiativen seitens der Verwaltung gestattet ist, verzichten wir auf unseren expliziten nochmal Redebeitrag, um in der Tagesordnung weiterzugehen.